Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lord of the Fallen. Ja, und wir befinden uns hier im Kampf gegen den Berserker. Nein, wie heißt der? Richter, genau, Richter. Richter Barbara Salesch. Und jo, will ich gar nicht groß lang fackeln. Kopf in den Nacken und ran an den Spacken. So, komm her. Zack, zack. Und auf den Lörres. Komm, zack, 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 zack. Und ausweichen, hat nichts gebracht, egal. Flakon trinken und weiter geht's im Text. Ausweichen, ausweichen. Ist voll die Alarmtitte, komm her. Zack, zack. Ja, genau, mach den Boden kaputt. Der hat dir auch so viel getan. Leben Menschen drauf, ne? Du Anti-Held, komm her. Zeig mir deinen Arsch, Baby. Flakongo-Sippel. Und Ausweichtime. Rechts. Links. Und Lörres verprügeln. Ich hau so lange auf dich drauf, bis du stirbst. Komm. Komm, Hälfte haben wir weg. Hälfte ist gut. Kann ich mich denn wenigstens irgendwo verstecken? Bin ich irgendwo sicher gegen den Typen? Hier hinten vielleicht. Ich hab's keine Ahnung. Kann ich in Deckung gehen? Nein, kann ich nicht. Ich bin tot. Ach, das ist doch nervig. Das ist mal mega obernervig. Ich weiß nicht, was ich da gegen den... Außer wieder zum Horizont laufen. Was ich gegen den Vogel machen kann. Ich muss irgendwie... Ich versuche einfach in Bewegung zu bleiben. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Komm. Zack. Zack. Oh, Kollege. Zack, 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 zack. Ich wusste gar nicht, dass du einen Stringtanger trägst, Mann. Komm her. Ja, guten Morgen. So, hoppala. Du mit deinen Zahnstochern hast wieder aus dem Olivenglas geklaut, ne? Jetzt weiß Mutti nicht mehr, wie sie ihren Martini trinken soll. Ohne Zahnstocher. Lalalalalala. Jo. Ran an den Feind. Kein großes Palaver. Ich weiß ja nicht, wie der auf Feuer reagiert. Das muss ich auch nochmal testen. Da muss ich mich ja immer vor seinen komischen... Das habe ich mir gerade jetzt so richtig kommen sehen. Teste mal das Feuer. Ich habe das gerade so richtig kommen gesehen in dem Moment, wo ich ausgeholt habe. Wie er dann da mich angepupst hat. Ja, andere Seite. Komm, Lörres. Zieh dir die Buchse aus. Ja. Ja, Teleskoparme, alles klar verstanden. Ich hätte mal einen Flakon trinken sollen. Ich glaube, das andere ist produktiver. Ein klein bisschen produktiver. So. Komm. 1, 2, 3. Attack! Upp. Zieht dem Richter die Lederhosen aus. Oh, nicht getroffen. Geil. Lederhosen aus, Lederhosen aus. Zieht dem Richter die Lederhosen aus. Ich darf nicht immer gleich so. Ich darf nicht so gleich so gierig werden. Ja, aber der haut einfach weiter. Ich habe gar keine Wahl. Haut ihn einfach weiter auf den Lörres.
keine Kontrolle über meine eigene Spielfigur. Ich weiß, lame. Was ist denn bleiben? Ich glaube, das ist das Geheimnis. Teleskoparm, Vorsicht! Ob der auch ein Teleskop-Arsch hat? Alter, bleib hier, du Drecksack! So, jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich hier massivst in Bewegung bleibe. Also richtig massivst, das ist gut. Nein! Quer über die Rübe. Quer über die Rübe gedödelt, ey. Wahrscheinlich muss ich die auch noch besiegen, damit er nicht nur extra Power kriegt. Wetten? Ich muss gleich mal darauf achten, wenn ich es irgendwann mal schaffe, diesen Part zu überleben, muss ich mal auf seine Lebensenergie achten. Genau. Was gibt's zu lieben zum Frühstück? So, ein bisschen Luftgitarre gespielt. Also Damage over Time bringt bei dem nicht besonders viel, ne? Also der schluckt das so weg. Ja, genau, wir weichen genau auch immer in die Richtung aus, wo er hinschlägt. Der direkte Angriff bringt am besten. Sein können. Und los geht's. Aua. Alter, das ist eine Grillparty vor dem Herrn. Wie soll ich das denn machen? Alter Schwede, meine Herren. Stirb! Was war das? Ich glaube, ich weiß gerade selber nicht, was ich hier getan habe. Was tue ich jetzt? Ich weiß es auch nicht. Bin schon wieder total entnervt wahrscheinlich. Einfach cool bleiben, mein Freund. Hast du gehört, Hakim? Aua. Irgendwie was von cool bleiben gesagt. Und warum hast du jetzt keine Combo gestartet? So, Abenteuer eines Hinz und Kunz. Und tot. Und tot, schon wieder tot, immer tot. Ist doch kacke, ist das. Das macht doch keinen Spaß. Diese komischen Feuerstrahlen sind echt der absolute Burner. Ist das Feuer? Bringt mir das was, wenn ich? Nee, glaube ich nicht, ne? Der war nicht gut. Das Angsthasen-Duell hat er gewonnen. Hallo. Er macht hier schön den Drehlicht rein. Einfach mal ordentlich drauf zu wenden auf den Euter. Und die gönn ich mir wenigstens. Das hat ja viel gebracht.
euch halt ja viel gebracht. Also Stufe 1 ist eigentlich so an sich nicht das Thema, wenn ich nicht einfach zu dämlich bin. Stufe 2 macht mir schon mehr Sorgen. Oh, Karate Kitty! Komm, nimm mit. Aua. Komm, mach Ferien, Kollege. Was für Pommes, ey. Eieieiei. Dann mache ich einmal den Wirbelwind und bin tot. Puh. Ausweichrolle, Spezialangriff, verfehlte Fähigkeiten, bla bla bla. Was kann ich da noch so rausholen an Schaden? Ich muss mal gucken. Die ist schon ordentlich. 100. Wer geht noch mehr? Ist die eigentlich schnell? Vielleicht ist sie ja schnell. Ich kann die ja mal probieren. Ne, so mit Schild und Schwert. Schlafen die einmal Schlagen. Aber wenn die gut Schaden macht, why not? Gucken wir mal. Ich könnte noch eine Rune draufsetzen. Vielleicht noch eine Rune draufsetzen? Na, ich gucke erstmal. Komm, mit der Axt in der Hand und der Leidenschaft in Bayern werde ich Weltmeister sein. So, ein paar Seelen ausweichen. Keine Chance, Bubi. Genau, mach mal den. Hör mal. Ja, die Pause gönne ich mir. Aua. Anderer Schlag, ne? Das ist nicht ein Rechts-Dings-Kombo. Da macht er den. Hau den Lukas. Die ist zu lahm. Die Waffe ist mir einfach zu lahm. Mittleres anziehen, ob das was bringt. Naja, die Assassinenrüstung hat 63. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was ich höchstens versuchen kann. Habe ich überhaupt so viele? Ah ja, ein paar Feuerruhen habe ich. Okay, ole ole. Aber ich habe ja physische Schaden. Schwer, 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 schwer. Lad mal auf. Wenn ich das gleichzeitig drücke, macht er nichts Besonderes, ne? Nee. Man muss ja immer ein bisschen probieren, ne? Heißt es so schön, probieren geht über studieren.
Ich glaube, das wird diese Folge auch nicht. So, da bin ich mir fast sicher. Sei denn, ich kriege jetzt hier den obermega geilen Lauf. Vor allem meine Ausweichrolle, die reicht noch nicht mal, um diesen Bumser auszuweichen. Vor allem, weil ich noch immer mitten in der Kombo bin, schaffe ich es nicht mal, den anderen Schlägen auszuweichen. Der Bumser, der ist nicht ohne. Da kann ich nur echt warten und hoffen. Oh, ja. Warten und hoffen. In den Phasenwechsel gehen, was nichts bringt. Erstmal ein paar Grünchen trinken. Rechts, links. Aua. Und hoch das Bein. Und jetzt wird Pause gemacht. Hast du verstanden? Mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Kommt wieder runter. Lädt er sich damit auf? Nee, er lädt sich damit nicht auf. Das ist gut. Komm ich denn nicht hier? Komm hier. Auf den Loris. Mir, dann läuft das nicht auch immer so im Weg rum. So. Genau, weich zurück, du feige Sau. Ich bin keine feige Sau, sagt er. Am Arsch ist er das. Oh, jetzt aber hier. Nein, es hat nicht gereicht. Ich habe das Timing falsch gesetzt. Ich habe das Timing falsch gesetzt, aber das war doch mal ein hammergeiler Durchgang. Aber da wir jetzt schon bei 18:30 sind, nur das zeige ich mal, das reicht wahrscheinlich, um 5 Mal zu sterben, aber ich glaube, ich werde die Folge jetzt erstmal hier beenden. Und sagen, dass ich es im nächsten Mal oder beim nächsten Mal in alter Frische versuche. Es ist möglich. Die Hoffnung ist da und ich muss einfach nur herausfinden, wie ich diesen Feuerstrahlen ausweiche. Und dann ist der gute Meister Geschichte vor dem Herrn. Und dann werden wir sehen, was Athanas zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wenn er das dann noch so sagen kann. Also sage ich da mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid in der nächsten Folge. Bye.